Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in dieser Folge wollen wir mal unserer guten, alten, verrückten Katzenlady einen Besuch abstatten. Miau, sag ich da einfach mal. Ich weiß, das Video hier von unserer Katzenlady, die hat schon wieder ein paar Tage auf dem Buckel hier, aber ich muss immer sagen, ich hatte ein bisschen was zu tun und ich habe mir dann hier noch bei der Katzenlady natürlich Zeit gelassen beim Einrichten und natürlich auch beim Gartenbau, ob man das überhaupt Gartenbau nennen kann, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls ist das Ganze fertig, das wollen wir uns natürlich auch gleich angucken. Ich hoffe natürlich, du hast ja auch schon hier bei unserer Katzenlady die Folge dazu angeguckt, ne, wo man ihr Häuschen sah und was sie halt da so ein bisschen getrieben hat mit den Simpsons. Ansonsten, ich blende sie dir gerne nochmal ein, kannst du hier, also anschließend hier im Video dir gerne die Folge nochmal angucken. Naja, aber jedenfalls wollen wir, würde ich mal sagen, bevor wir jetzt ins Haus gehen und uns angucken, nochmal von draußen einen kleinen Blick raufwerfen, was man da hier noch so natürlich so ein bisschen machen kann. Natürlich hier den Vorgarten, der war eigentlich, sag ich mal, ziemlich verwildet. Also hier sind überall, hier wurde nicht Rasen gemäht. Ne? Einfach auf Deutsch, es wurde hier kein Rasen gemäht. Und dann haben wir den natürlich jetzt hier, sag ich mal, mit Gras zugedeckt. Ja, an den Seiten des Hauses habe ich mir eigentlich nur noch hier ein paar Büsche hingeballert und ansonsten halt überall noch ein bisschen den Rasen lang gezogen, ne, damit er hier schön hoch steht. Also wie gesagt, Rasenmähen könnte man hier machen. Auf der Rückseite von unserer Katzenlady siehst du, ich habe mir hier noch ein paar Fenster reingehauen. Das kommt dann mal darauf an, wie du es dir natürlich einrichtest. Insgesamt habe ich mir jetzt hier hinten auch drei Fenster gemacht. Eins ist vom Wohnzimmer, eins ein bisschen von der Küche und das letzte hier hinten ist noch vom Badezimmer. Das sehen wir dann innen drin am besten, wie man sich das hier so ein bisschen einrichten kann. Ja, ansonsten halt auf der Rückseite noch viel mit Büschen und sowas gearbeitet, um halt die freien Flächen beim Haus ein bisschen zuzudecken. Kann man immer machen, ne, freie Flächen an Gebäuden oder so, würde ich euch immer raten, macht das ein bisschen mit Grünzeug zu, denn sieht das immer noch ein bisschen besser aus, als wenn man das einfach kahl lässt. Ja, und auf der Rückseite von unserer Katzenlady dachte ich mir einfach mal, Mensch, da machst du hier noch einen Hinterausgang und vielleicht eine kleine Terrasse, die ist natürlich ein bisschen schon zugewuchert und schon ein bisschen ramponiert, weil sie halt sie einfach nicht nutzt, ne, und einfach, ja, den Garten halt verwillen lässt, also vernachlässigt den Garten komplett, von daher ist er halt so, ne. Und ich finde auch immer cool bei den Simpsons, dass sie, sag ich mal, in vielen Folgen immer zeigen, dass die ganzen Häuser, sag ich mal, in einen Wald ansetzen, also dass dahinter immer ein Wald zu sehen ist oder Häuser zu sehen ist, und da dachte ich mir einfach, Mensch, da mache ich jetzt hier einfach so einen Kompromiss und ziehe mir einfach so eine kleine Grünfläche zwischen den Häusern so lang, also wenn man, sag ich mal, sich hier Haus hinter Haus baut, dann machst du hier noch so eine kleine Grünfläche hinter, du kannst einfach Büsche setzen, da ist ja wieder so eine Hecke oder sowas, das halt ein Sichtschutz ist, ne, zum Nachbarn, und dass du halt nicht siehst, was er treibt und er nicht sieht, was du treibst, ne, kann man ja hier so ein bisschen machen. Ja, ansonsten hier auf der anderen Seite vom Häuschen, wo unser Kamin ist, unser Schornstein hier, da habe ich auch noch ein paar Büsche hingesetzt an sich, aber so sollte das dann auch draußen so ein bisschen bei deiner Katzenlady aussehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die gute Bude von unserer Eleanor, ne, Ebenetti heißt die ja. Dann wollen wir mal gucken, ne, wie sie so haust. Ding dong. So, da sind wir schon drin bei unserer Katzenlady. Ich habe es natürlich in der aufgeräumten Version gemacht. Unsere Katzenlady ist, wer es nicht weiß, ein kleiner Messi. Also in der Folge haben sie über das Thema Messi und sowas alles ein bisschen behandelt. Aber ich habe mich entschieden, natürlich jetzt hier kein Messi-Häuschen zu bauen, sondern einfach eine schöne aufgeräumte Wohnung von unserer Katzenlady. Aber wie du es dir natürlich einrichtest, ist dir dann überlassen. Aber ich dachte mir so, Mensch, in der Folge sah man ja so ein bisschen nur hauptsächlich das Wohnzimmer, wie sie es halt, sag ich mal, aufgeräumt haben. Ich kann dir ja gerne mal die Bilder einblenden. So sah es vorher aus, bevor March und Lisa ihr geholfen haben. So sah es im Nachhinein aus. Und so sieht es halt hier in Minecraft in meiner Version so ein bisschen aus. Wir versucht alles so ein bisschen reinzubauen, was man da sah. Da sah man ja eine Couch und ja, kleiner Schreibtisch oder sowas. Natürlich ein Katzenbaum, der darf nicht fehlen. Da kann man sich natürlich wieder austoben, wie viele man sich hier und sowas hinbastelt. Ich denke mir, einer sollte reichen. Die Katzenlady hat sich von ihren ganzen Katzen ja so ein bisschen getrennt. Hoffe ich mal zum Beispiel. Ich habe hier nur so ein paar reingesetzt. Hier zum Beispiel im Wohnzimmer haben wir eine. Und dann kann man hier auch vom Wohnzimmer aus in unsere Küche gehen. Hier sitzt auch gleich die nächste Miezi. Und dann haben wir hier eine kleine eingebaute Küche. Da seht ihr auch gleich hier im Fenster. Ne? Da dachte ich mir, Mensch, dann machst du einfach eins rein. Ne? Die Küche ohne Fenster, was ist denn das? Jo, Küche im kleinen Format kann man ja auch so, sage ich mal, in eine Wand ein Regal bauen. Kühlschrank darf man nicht fehlen. Ein Waschbecken, ein Ofen. Ne? Also
es gibt ja viele Öfen, ne? Es gibt einen Räucherofen, einen Schmelzofen, einen Ofen an sich, und da kann man sich natürlich aussuchen, was einem immer am besten gefällt. Dann kann man sich das hier so ein bisschen reinplatzieren. Eine Kaffeemaschine kann man sich immer noch in die Küche platzieren, eine Küchenuhr darf auch nicht fehlen. Ja, und dann haben wir hier an sich die Küche auch durch bei uns, und ich finde auch mal schön, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon nutzt, also diese Laternen als Lampen, ich finde sie super, kann man immer nutzen, ich finde, das geht voll. Vielleicht wäre noch schön, wenn Minecraft uns noch ein paar verschiedene Versionen von solchen Laternen reinbaut, dass wir die noch ein bisschen verändern können, aber ansonsten geht das Ganze. Ja, ansonsten habe ich noch hier im Wohnzimmer mir ein paar Gardinen und sowas hingebastelt. Eigentlich relativ simpel, ne? Bei unseren 3x3 großen Fenstern oben macht ihr einfach halt die Farbe eurer Gardinen hin. Bei mir ist das jetzt eine graue Wolle. Dann habe ich an den Seiten natürlich noch graue Gardinen mir noch dran befestigt. Ja, bei der Katzenlady waren die mehr, sage ich mal, so hellbräunlich, aber so einen braunen Ton haben wir nicht. Von daher bin ich mal mehr zu grau gegangen. Ja, ansonsten, das ist hier so ein bisschen das Wohnzimmer von unserer Katzenlady. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch so einen kleinen Flur. Ne, kann man sich gestalten, wie man möchte. Und dann habe ich mir noch gedacht, sie hat natürlich auch ein Schlafzimmer. Habe ich mir jetzt hier alles ein bisschen selber ausgedacht, wie das hier so ein bisschen ist. Ja, Schlafzimmer hier einfach mal reingebastelt, ein schönes großes Bett, dachte ich mal. Jetzt auch wieder in die Miete sitzen. Wir hatten ja uns auch draußen eine Klimaanlage gebaut. Und die habe ich jetzt hier natürlich im Schlafzimmer innen drin nochmal angeschlossen, ne, damit das auch ein bisschen logisch ist. Und da fällt mir jetzt ein, ich habe die ganzen Fenster nochmal ausgewechselt. Ich habe jetzt hier Glasscheiben genommen statt Glasblöcke, wie wir sie gebaut haben. Ich fand das doch ein bisschen besser. Und das ist dann auch immer so eine Sache, ob man es einrichtet oder nicht einrichtet. Wenn man es nicht einrichten sollte, kann man auch die Glasblöcke da lassen. Falls man einrichtet, ich finde doch ein bisschen besser sieht das aus, wenn man mit Glasscheiben arbeitet. Aber ja, muss man immer gucken. Ja, ansonsten hier ein schönes großes Bett haben wir hier. Und dann habe ich noch hier einfach mal wegen dem Platzmangel ein Kleiderschrank in die Wand eingebaut. Da habe ich auch ein paar Gerüste genommen. Ich finde das immer cool, so als Stellraum, ne? Kann man ja machen. Und weil ich hier, sag ich mal, mit Tapete immer gearbeitet habe, hatte ich auch noch so viel Platz, dahinter noch Bücherregale mir zu machen in den Kleiderschrank. Ne? Da sieht ja aus, ob man da irgendwas einräumen kann. Das finde ich immer cool. Und das Schöne ist halt, auf der anderen Seite sieht man nicht, weil ich halt hier sehr viel mit Tapete gearbeitet habe. Ja, ansonsten habe ich neben unserem Bett noch eine Glocke platziert. Das kann ja so wie so ein kleiner Wecker sein, ne? Könnte man ja sich mal so ausdenken, ne? So eine Glocke als Wecker neben dem Bett, das passt doch. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier noch, sage ich mal, beim Schlafzimmer ran das Badezimmer einfach mal reingebaut. Ich glaube, sowas haben wir noch nicht so unbedingt so oft gebaut oder eigentlich noch gar nicht gebaut, ne, dass man, sage ich mal, vom Schlafzimmer gleich ins Bad kommt. Aber die Amerikaner haben ja sowas an sich und von daher passt das ja. Ja, und dann haben wir hier ein kleines Badezimmer auf eine Zweierbreite. Und was haben wir hier für eine Länge? Sagen wir mal 4 Blöcke. Ja, 4 Blöcke. Also ihr seht, ein Badezimmer passt auch im kleinen Raum super rein. Da kriegt man eine Badewanne rein. Auch hier wieder Waschbecken mit Spiegel und dann haben wir natürlich unsere gute alte Toilette und da sehe ich gerade, blub, unseren Räucherofen, den habe ich falsch platziert. Ich platziere ihn mir lieber so, dass, sage ich mal, auf der Vorderseite kein Loch ist. Ne? Also hier haben wir ein Loch, das wäre ja doof, ne? Hätte es ja wie so ein Griff oder kannst du mal gucken, wie es wegspült. Ne, das wollen wir nicht. Also Toilette andersrum, sieht doch besser aus. Ja, ansonsten Toilette hier natürlich mit Spülung, ne? Darf nicht fehlen. Kleiner Mülleimer dachte ich mir auch nochmal daneben, ne? Kann man ja irgendwas platzieren. Ja, und dann haben wir hier unser Badezimmer drin. Und ich dachte mir, so ein Badezimmer ohne Fenster wäre auch doof. Denkt mal nach, hier war ein Besucher drauf. Der hat hier sein Geschäft gemacht und dann stinkt das hier wie, ne, ihr wisst schon. Und dann kann man ja hier zum Glück noch ein Fenster aufmachen, ne, dann geht man hier nicht ein. Ja, ansonsten, das ist halt das kleine Badezimmer. Ich finde das relativ fetzig halt, ne, hier nebendran. Und beim Platzmangel ist das halt eine gute Notlösung, wie man sich hier alles reinbasteln kann. Ja, und das ist halt das Häuschen der Katzenlady, wie gesagt, relativ simpel und einfach schnell eingerichtet. Ich war auch wirklich schnell durch. Wie gesagt, nur das Wohnzimmer ist offiziell von der Katzenlady zu sehen und ein bisschen was von der Küche. Da sah man halt, dass die da halt ja zum Wohnzimmer hin so eine Verbindung hatte. Da habe ich mir einfach gedacht, Mensch, das können wir hier so ein bisschen basteln. Ja, und von der Küche hatte ich auch so ein bisschen so die Farbe der Wände, aber mehr sah man da auch nicht. Und dann sind wir hiermit auch durch. Ja, sehr schön. Jo, ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Einrichten. Falls du noch nicht dabei warst, guck dir noch die Simpsons-Folge an. Aber ansonsten kann ich nur eins sagen. Und zwar, wenn wir jetzt hier nach der Katzenlady etwas anderes bauen als ein normales Wohnhäuschen, denn aufgrund der Nachfrage, dass man ja auch mal was anderes bauen kann, werden wir trotzdem noch was von den Simpsons bauen, aber etwas Größeres. Und zwar ein schönes, großes Bauprojekt wieder. Der eine oder andere wird sich bestimmt drüber freuen, dass es nicht nur wieder so eine Folge ist, wo wir ja alles in einer Folge halt schaffen, sondern nein, das wird über mehrere Folgen wieder etwas gebaut. Passt auch schön zu unserer derzeitigen Situation mit dieser
mega, mega nervigen Hitze. 31 Grad ist es bei mir, also Wahnsinn wieder. Ja, jedenfalls, da werden wir uns wieder anstrengen, was Schönes, Grüßes zu basteln, ne? Dass wir nicht immer nur so kleine Dinge basteln. Nee, was Großes muss auch mal wieder sein. Hätte mal wieder Lust, ne? Lust und Laune bei Minecraft, mich hier wieder hinzusetzen und was zu basteln. Also von daher kann man sich da freuen. Jo, ansonsten, wir sind hier durch mit der Katzen-Lady und dann würde ich sagen, stellen wir uns vor unserem Häuschen Safety hin. Und wenn ich jetzt Safety stehe, ja, dann sage ich nur eins zu dir und zwar hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Ausgefüllte Minigolf-Scorekarten. Oh, europäischen Ketchup. Ich habe gewählt Aufkleber. Styroporverpackungen von alten Computern. Oh, her damit. Guck mal.